1W20-Probe ergibt 9. Ja, dann würde ich sagen, kann Frosty bei der, an der Stadtgarde loslegen. Die sind auch näher dran. Ja. Ich würde sonst sagen, Brin und Zaron auf dem Taubenmarkt, ne? Auf dem Taubenmarkt, Traubenmarkt und in der Umgebung. Man kann auch mal beim Waisenhaus nachfragen. Kinder sehen häufig viel mehr, als man meint. Ja, okay. Kannst du dich so ein bisschen umgucken. Du mit deiner Gassenwissen weißt natürlich auch Bescheid, wie man sich hier umblickt und die richtigen Dinge herausfindet. Überall um dich herum Händler mit Lebensmitteln, vor allem auch almadanisch, aus dem almadanischen Reich. Nicht nur Trauben, die angeboten werden, Pilze, alles, was das Herz begehrt oder auch der Magen, die dann hier zu Niedrigpreisen verschleudert werden. Kannst du noch auf den zweiten Blick die wohl Verwalterin erkennen, die Schulzin vom Markt. Und während du dich weiter umblickst, erkennst du auch wieder wohl mehrere Kinder vor einem Waisenhaus spielen, malen da wohl irgendwelche Hüpfekästchen in den Sand und sprengen da wohl ein bisschen hin und her. Und ja, so könntest du dich selbst eben umblicken, um zu schauen, wen du jetzt ansprichst. Die Kinder zuerst. Hallo, na? Hey, pass auf. Wir machen ein kleines Spiel. Wer mir eine gute Information kriegt, kriegt einen halben Heller. Einen halben? Okay, ja. Das ist viel Geld. Was willst du denn wissen? Pass auf. Hier ist gestern eine gute Freundin von mir vorbeigekommen. Die war kurz in der Almada-Stube, beziehungsweise da dran. Ja. Die sieht nett aus, die ist verschleiert, hat aber blonde Haare, wenn man da mal so was von sieht. Ja. Und die hat einen schönen, großen, schwarzen Hund dabei. Ah, ich weiß, wen du meinst. Aber ich finde, die sieht nicht nett aus. Die hat uns voll Angst gemacht. Ja. Aber wir waren ja schön vom Gesicht, meinst du? Wir waren ja noch draußen und dann sind wir aber auch da drin gegangen. Wo ist sie denn hingelaufen? Die stand da draußen. Also die hat sich da einfach nur hingestellt, nachdem die wollte, glaube ich, in die Taverne. Und dann hat es vielleicht nicht gut gerochen oder so, ich weiß es nicht. Naja, und dann hat sie sich auf die andere Seite gestellt und hat immer zu der Tür geguckt. Und das, ich weiß nicht, wie lange die da gestanden hat, ein bisschen schon. Und dann ist sie irgendwann in Richtung Hauptstraße gegangen. Der Estlandweg. Die Reichsstraße. Also den Rotweg durchgegangen, an der Wache war? Nee, nicht unbedingt zur Wache, also nördlich hier vom Traummarkt da lang. Aber ja, auf alle Fälle in Richtung von der Reichsstraße 2. Aber das war dann schon spät. Wir haben das auch nur noch vom Fenster geguckt, weil wir da nicht mehr drinnen waren. Ja, super. Man zuckt mal seinen Geldbeutel, holt mal 5 Kreuze raus und gibt dir 5 Kreuze an die Hand. Wow, für so viel Geld. Danke. Genau, den Kreuzern ist sowieso viel besser. Da kann man einfach rausgehen, macht ein halbes Heller. Dafür holen wir uns eine neue Puppe. Davon kannst du dir alles holen, was du willst, meine Kleine. Das ist nett. Kann ich euch noch irgendwas sagen? Aber ich finde, deine Freundin ist nicht nett. Also auch der Hund, der war böse. Der Hund ist sehr gefährlich. Da muss man aufpassen. Den Hund bitte nicht streicheln. Ja, das hat unsere Pereinige weiter hat das auch immer gesagt. Wenn die uns dann hier mal einen Preios-Tagsunterricht gibt und so, hat die gesagt, man soll fremde Hunde nicht streicheln. Genau, passt damit auf. Ja. Passt auf euch auf, Kleines. Können wir euch sonst noch irgendwie helfen? Zaron, willst du noch irgendwas sagen? Wir können euch irgendwo hinbringen, wenn ihr mögt. Wir können euch die Stadt zeigen. Ich bin sehr gut in der Stadt. Ich komme auch aus der Stadt. Ich komme aus Roskoppel, müsst ihr wissen. Das ist weit weg, oder? Das ist sozusagen genau auf der anderen Seite. Wenn ich wollte gerade sagen, das ist fast durchkommen. Das ist fast auf der anderen Seite der Stadt. Nee, da dürfen wir nicht hin. Das ist wirklich lieb von euch. Und ihr habt uns sehr geholfen. Aber es ist besser, ihr bleibt hier. Willst du was mit uns malen? Wir haben dafür jetzt leider keine Zeit, aber ich kann in den nächsten Tagen einmal vorbei. Okay, du kommst wieder, ja? Ja, ganz bestimmt. Okay. Dann bis später. Man fragt nochmal nach, hier die Straße entlang, meinst du, ne? Ja, genau, da ist sie lang gegangen. Gut. Aber wir waren da, wie gesagt, schon drin, das war spät. Ich glaube, vorher, die hat ja mal zu dieser Tür geguckt, ne? Da kam vorher jemand raus. Der war so in Weiß gekleidet, der hatte so eine Rüstung an. Und dem ist sie, glaube ich, gefolgt. Der hat so ein bisschen gewackelt, ne? Ja, genau. Am Laufen. Genau. Mhm. Ja, super. Ja, dankeschön. Ja. Habt ihr zufällig noch mehr Leute gesehen, die in derselben Zeit dahin gelaufen sind? Nee, ich glaube, sie war alleine. Nein, ich also meine, die Händler nicht, dass sie gehört haben. Nur, dass sie zufällig auch. Nee, das wüsste ich jetzt gerade nicht. Die Händler hatten auch schon zu. Die Dorfschulze, also die Schulzen, das ist die Imgrid oder Ingrimtrud Schultheiß, die war auch schon weg. Weil da war ja alle Geschäfte schon zu. Das wäre ja ganz schön spät, ne?
Schade, aber gut, ihr habt uns echt geholfen. Ja, gerne. Dann bis später. So, zack. Wie wäre es, wenn wir jetzt hier beim Traubenmarkt noch ein paar Leute fragen? Und wenn das auch nichts anderes ergibt, dann laufen wir die Straße entlang Richtung zur Reichsstraße 2 und befragen da die Leute in den Häusern. Klopfen da mal so an, sozusagen so am Ende der Straße, sozusagen, wo sie in den Esslamsgrund einbiegt. Und fragen mal nach, wohin wohl die beiden gelaufen sind. Währenddessen in der Wachstube. Währenddessen wäre ich im Hesindetempel jetzt endlich mit den Jungs. Dann machen wir den Hesindetempel jetzt. Dann machen wir im Hesindetempel. Ich würde auf dem Weg vorher gern zwei Schreiben bei dem Haupthaus der Beilunker Reiter vorbeibringen. Aha. Und sowohl Vitos Eltern als auch der Akademie schreiben, dass er im Rahmen eines wichtigen Auftrags für die Kirche des Praios im Kampf gegen einen übermächtigen Feind tapfer gefallen ist. Darfst du ja ein Goldstück wegstreichen, um die Beilunker Reiter dafür anzuhören? Das ist, denke ich, okay. Und kurz später kommt ihr auf dem großen Hesindeplatz an einer Reihe von Blutulmen vorbei, tretet die Stufe des Pentagon-Tempels hinauf. Als ihr die Treppe ins Innere euch gelassen habt und durch die Quelle gekommen seid, seht ihr euch an einem Rundgang. Statuetten von Heiligen sind entlang des ganzen Rundganges postiert. An verschiedenen Stellen sind hier Klassen, die Unterrichte oder Arbeitsgruppen bilden. Auf Tafeln wird mit Kreide das niedergeschrieben. Ihr könnt dort mathematische Formeln sehen. In der Mitte des Rondells, welches der Tempel bildet, sind einige Räume, in denen Privatunterricht stattfindet. Dürfen wir den Plus, Minus und Neutral... Plus ist es... Aussehende? Oh ja, das ist klar. Eine gut aussehende, ungefähr 30-jährige Geweihte ist es, welche die drei Helden begrüßt. Frau, selbstsicherer Blick, arrogant, intelligent, akkurat gekleidet, schreitet euch mit gezieltem Schritt entgegen, als ihr die Tempelschwelle kaum schon noch überquert hattet. Willkommen im Tempel der Heiligen Schlange. Möge die Weisheit Hesindes euch auf all euren Wegen begleiten. Lebet ihr lang und in Frieden, sagt sie. Reckt euch die Hand zum Gruß hin. Ja, Hesinde zum Gruß, euer Gnaden. Ja. Kasim schlägt auch ein. Hesinde und die anderen Elfe euch zum Gruße. Welches Wissen ist es, das ihr sucht, das euch bringt in diesen Tempel? Wir suchen nach Wissen über oder von der heiligen Ankila. Darf ich inquirieren, um was für eine Angelegenheit es sich handelt? Vielleicht sollte ich besser an den Tempelvorsteher abgeben, den Erzwissensbewahrer vom Zirkel des Wissens des Neuen Reiches. Nun, zuerst einmal stellte sich uns die Frage, ob es hier ein Schrein oder ähnliches der Heiligen gibt. Doch, natürlich. Auf der Prios-Position. Dort, sie deutet auf die andere Seite des Rondells. Quatschenderweise führt sie euch dorthin. Bald findet ihr euch vor einer Statue der heiligen Ankilla. Ihren Füßen eine Schlange, einige Kerzen. Sie hat einen Schriftrollenbehälter, einen metallischen, hat die steinerne Statue in der Hand. Mit ihren Füßen und überall um den kleinen Schrein herum sind Schriftrollen und Briefe, die hier abgelegt wurden. Manche sind an den Kerzen etwas angezündet und angekokelt worden. Einige von ihnen schwelen immer noch. Und das Pergament gibt einen nicht so sehr angenehmen Geruch, der aber trotzdem eine starke Ähnlichkeit mit Weihrauch hat von sich. Die Leiterin des Architektenstabes, die Magisterin, schaut euch an. Das ist die Statue der heiligen Ankilla. Ich lege mein Schicksal in die Hände deiner Dienerin. Magisterin macht einen halben Schritt zurück, wie um dir Raum zu geben, dass du dein Gebet in Ruhe ohne ihre lauschenden Ohren durchführen kannst. Sie denkt wohl, dass du anfängst zu beten. Nein. Kann man den Behälter öffnen?
So ein bisschen... leicht, sagt sie. Wartet mal. Sie braucht Hilfe, weil die Statue der Heiligen Ankilla ist tatsächlich überlebensgroß. Also sie ist 4 Meter hoch. Sie braucht Hilfe, um auf die Stufe zu klettern. Und dann seht ihr, wie sie den metallenen Rhombus untersucht. Und am unteren Ende seht ihr, dass sie das untere Ende abschrauben kann. Kommen einige Pergamente herausgeflattert. Ja. Man passt auf Vorsicht, jeden Fall verhindern. Die Kerzen. Ja. Gemeinsam könnt ihr verhindern, dass die Pergamente verbrennen. Vitus Aufzeichnungen fallen euch in die Hände. Ich hab sie euch hier aufgedeckt. Kasim guckt zu Itilio. Das Wort wörtlich zu nehmen war tatsächlich eine ziemlich gute Idee. Vortreffliche Arbeit. Da wäre ich so schön nicht drauf gekommen. Momente, man mag es kaum glauben. Aber manchmal ist es tatsächlich ähnlich. Ja, ihr kanntet ihn. Sehr gut. Man schaut zu der Geweihten. Gibt es die Möglichkeit, eventuell in einen Bereich zu gehen, in dem man nicht unbedingt hören kann? Ja, folgt mir. Sie führt euch in die Mitte des Rates und dort sind private Lehrkammern mit kleinen Tischen. Mehr als 5 oder 6 Leute gleichzeitig können in so einen Raum nicht rein. Es sind schwere, dicke Granitmauern, welche die einzelnen Räumlichkeiten voneinander trennen. Und so führt sie euch in diesen Raum. Da ihr mir versichert habt, dass ihr in hehrer Absicht unterwegs seid, versucht sie Worte zu finden und ihr mir einen vertrauenerweckenden Eindruck hinterlasst, mag ich euch hier alleine lassen. Gibt es die Möglichkeit, den Tempelvorsteher zu sprechen? Selbstverständlich. Ich werde ihn für euch holen. Aber ihr müsst vielleicht eine halbe Stunde auf ihn warten. Sagt ihm, dass Kasim ibn Alam hier ist. Ich habe ihm vor einigen Monaten ein paar unschätzbar wertvolle Schriften überantwortet. Er wird sich erinnern. Die Magisterin verneigt sich höflich und tief, bevor sie euch in dieser Schnur alleine lässt. Ihr werdet, wie sie versprochen hat, fast eine halbe Stunde warten müssen, bevor Walner Yitzkok zu euch stößt. In der Zeit könnt ihr vielleicht abwechselnderweise Vitus Aufzeichnungen vorlesen oder jene beraten. Ja, also ich fange einfach mal an. Bericht des Sonnenlegionärs Vitus Herfurter. Im Auftrag der Heiligen Inquisition suchte ich in der Stadt des Lichts nach den Spuren einer ketzerischen Verschwörung. Dabei fand ich in der Bresche nahe dem Bürgertor eine Höhlung in der Kniehöhe, welche zum Austausch geheimer Nachrichten genutzt wird. Seitdem überwache ich diese Stelle und fertige Abschriften der Botschaften an, die ich hier deponiere. Möge die Wahrheit ans Licht kommen. Ans Licht des Herrn Praios kommen. Sieht sie den Augenbrauen und schaut zu den anderen. Jetzt wird's interessant. Dann würde ich mal weitermachen. Gleißender Kartei, was ihr befahlt, wird geschehen. Der Ort steht mir offen. Ich bin bereit, ihn vorzubereiten. Ich erwarte euer Zeichen und erflehe den Segen des Herrn für unser Tun. Die Wahrheit muss ans Licht, auch wenn der Bote sich noch so sehr sträubt. Euer Ergebener, Gurwan Praibor, der Erste. Kartei, verstanden. Warte auf weitere Befehle. Ameltona Prajatne, die Zweite. Den Namen Viburn Prajolan, der Dritte. Kartei Praiotin, die Elfte. Sind das Geweihte? Ich weiß es nicht. Ich bin mit der Historie der Preiskirche nicht vertraut. Ach, meine Götterkulteprobe. Ich nehme an, ich darf hier alles, was ich in Weltfremd habe, als Erschwernis draufrechnen, weil ich mich im Mittelreich nicht auskenne. Ich lasse es. Darf ich das auch versuchen? Ja, natürlich. Erschwert oder nicht erschwert? Hast du guten Ruf bei der Preiskirche oder sowas? Gelungen. Maximale Erschwernis 3. Maximale Erschwernis 3. Im Fall bekommst du Okay. Ich werde es euch gleich neben den Aufzeichnungen werde ich euch aufdecken.
Ihr habt ja sonst zur Not aber noch drei weitere Schriften. Der Tat. Ja, es geht ja erstmal nur um die Namen. Das sind die Namen, die in diesen Notizen hinten sind. Die Nummern. Das sind keine Geweihten. Das sind Herrscher. Das klingt aber sehr nach geweihten Namen. Vielleicht von den Zeiten der Priesterkaiser? Diese Leute geben sich als Decknamen Namen von Priesterkaisern. Und alles Priesterkaiser. In welcher dir nicht einfällt, ist Vibu. Viburn Praiolan der Dritte. Ja. Asim nimmt sich den nächsten Zettel. Ich lese mal weiter, okay? Kartei, es ist fast vollbracht. Solltet ihr noch zweifeln, wird Hilberian Preyerfold der Dritte euch wie versprochen Rede und Antwort stehen. Ah, da ist er. Die Nacht des Handelns rückt näher. Ameltona möge sich bereithalten. Viburn Praiolan der Dritte. Der... Nein. Kann nicht wahr sein. Ich blick's nicht, ehrlich gesagt. Seine... Hilberian Praiofold der Dritte war der Name Hilberians vom großen Fluss, als er sich das erste Mal zum Lichtboten ausrufen ließ. Und dem guten Kaiser Answin die Krone aufsetzte. Seine Heiligkeit, der Bote des Lichts, ist darin involviert? Kann ich mir... Ich habe keine Ahnung von der Priuskirche. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Nee, also ich glaube auch, das geht zu weit. Es hieß, er hat einen Spezialauftrag gehabt. Ich bin mir sicher, wenn der Lichtbote involviert wäre, hätte er nicht einen Spezialauftrag bekommen, sondern wäre verschwunden. Aber sein Name steht hier. Vielleicht wollten sie irgendetwas, was er tut oder tat, für ihre Zwecke missbrauchen. Wo habt ihr die anderen Zettel? Ja. Kasim legt in die Mitte. Das soll ich weiterlesen? Die sind alle von vor 3 Tagen. Nein, dieser hier ist von vorgestern. Ist der neueste. Welcher ist der nächste? Der hier. Kasim reicht ihn dir. Burwan Ameltona. Wieder zwei der Namen, so wie ich sehe. Die Dämmerung der Hoffnung bricht an. Noch 5 Tage, dann ernten wir den Lohn unserer Mühen. Haltet euch bereit. 5 Tage. Das ist morgen. Und vor 2 Tagen dann. Viburn. Selbst in den heiligsten Hallen droht jenen Gefahr, die unbequeme Wahrheit aussprechen. Erhüllt eure Worte in der besprochenen Weise, wenn Zeit und Ort feststehen. Das Leben Sankt Quanjons soll euch Richtschnur und Fingerzeig sein. Erhüllt eure Worte. Eine Verschlüsselung? Klingt nicht sehr Praios gefällig. Das Leben Sankt Quanjons. Er ist ein Heiliger, das weiß ich, aber... Hat das was mit dieser Quanjons-Queste zu tun, die ausgerufen wurde? Der Name stammt von ihm, ja. Die Suche nach dem heiligen Licht. Aber... Leben Sankt Quanjons, was hat es damit auf sich? Ich weiß, dass er das Licht gesucht hat, aber...
Viel mehr weiß ich nicht über ihn. Er war in Bailung aktiv, so viel ich weiß. Vielleicht lohnt es sich einmal, einen Lebenslauf von ihm herbeizubemühen. Wenn sein Leben Vorbild sein soll, vielleicht findet man darin irgendetwas, was ganz relevant sein könnte. Wenn wir irgendwo ein Geschichtsbuch finden, dann hier. Das wird genickt. Es gibt wahrscheinlich nirgendwo mehr Bücher als in diesem Haus. Zumindest in Gareth, ja. Das würde ich doch dann eher euch überlassen. Ich weiß, das ist bei euch in guten Händen. Ich würde dann eher nochmal zur Stadt des Lichts gehen, um mich um die Schwerter zu kümmern, wenn ihr nichts dagegen habt. Die Stadt des Lichts nicht von hier sehr weg? Fast einmal durch die gesamte Stadt. Ach so, gab es hier noch sonst einen Freiaustempel in der Nähe? Wisst ihr das? Ja, aber fast einmal durch die gesamte Stadt ist auch nur 20 Minuten Fußweg, ja. Ihr geht den alten Wall nach oben. Richtung Kaiser Raul Park. Ihr könnt ihn kaum übersehen. Und neben dem Park, ihr könnt sie erst recht nicht übersehen, liegt die Priesterkaiser Noralex Sakrale. Ah, das ist natürlich wesentlich näher. Gut, dann versuche ich da mein Glück. Hab Dank. Und während du dich umdrehst, kannst du sehen, wie die Tür aufgeschoben wird und ein sehr alter Mann das ganze Etablissement betritt. In grüne Roben gekleidet, ein kleiner Krückstock, der ihn begleitet, und dann steht er vor euch. Ah, Meister Kasim, schön, euch wieder einmal zu sehen. Es ist lange her. Praios das letzte Mal. Ja, Kasim lächelt ebenfalls, verbeugt sich einmal tief vor ihm. Meister, es ist schön, dass euch wiederzusehen. Was führt euch in dieser gleißenden Zeit in den Hesynde-Tempel und zu mir? Ein eher unangenehmer Fakt. Ihr habt von dem Mord heute Morgen gehört? Über Umwege, ja. Ich habe tatsächlich davon gehört, dass ein Sonnenlegionär umgebracht worden sein soll. Das ist korrekt. Wir sind kurzerhand damit beauftragt worden, seinen Tod aufzuklären. Ich habe eben gerade schon von einer anderen Geweihten gehört, dass ihr wohl einen toten Briefkasten entdeckt habt innerhalb einer Statue. Sagt das etwas mit dem guten... Vitus. Sein Name war Vitus. Ich weiß. Er kam oft hierher, gerade in letzter Zeit. Hat das etwas mit ihm zu tun? Kasim ist langsam. Er ist es. Ja. Er war doch erst gestern hier. Erst gestern. Gestern? Kasim schaut mal auf das letzte Datum. Er hier ist von vorgestern. Er hat offensichtlich als Vorsichtsmaßnahme, falls ihm etwas zugestoßen sollte, Beweise, die er innerhalb im Rahmen seiner Ermittlungen gefunden hat, hier deponiert. Er war eigentlich jeden Tag hier, ja. Habt ihr mit ihm gesprochen? Ein paar Mal, nicht in letzter Zeit. Vor 3-4 Tagen hatte ich mit ihm gesprochen, ja. Er wirkte in sich gekehrt, muss ich sagen. Vielleicht so etwas wie traurig,